bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Laster von Herrn Fuchs. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt mit ihren Freunden. Da ist Freddy Fuchs. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Kommt, Leute, wir fahren den großen Berg runter. Ja! Guten Morgen, Herr Fuchs. Es ist Nachmittag, Herr Wutz. Nachmittag? Tatsächlich? Meine Uhr ist wohl stehen geblieben. Ich verkaufe Uhren aller Art. Mal sehen, was ich in meinem Laster habe. Für Sie nur 100 Euro. Sie ist ein bisschen groß. Gut, nicht wahr? Im Dreierpack ist sie noch günstiger. Oh. Wer hat die lauteste Klingel? Ich habe gar keine Klingel. Oh, aber mein Papa hat bestimmt eine in seinem Laster. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in sein Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen, glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja, woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass Papa, man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah, danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh! Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp! Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Lieber Herr Fuchs, gibt es irgendetwas, das Sie nicht in Ihrem Laster haben? Probier es aus. Haben Sie denn ein Banjo? 4 oder 5 Saiten? Aber Sie haben keinen Baum in Ihrem Laster. Apfel oder Birne? Ich wette, Sie haben keine Rakete da drin. Im Fünferpack. Und was ist mit einem Huhn? Hier ein Huhn. Der Laster von Herrn Fuchs kann zaubern. Es ist ein Superlaster. Ja, das ist er. Komm, Freddy, wir müssen nach Hause. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen. Haben Sie denn auch eine Hüpfburg? Ja. Und ein Gartenhaus? Ja, ich habe wirklich alles. Oh, ich habe kein Benzin. Herr Fuchs hat alles in seinem Laster, außer Benzin. Hm. Ich muss irgendwie zur Tankstelle kommen. Ich würde sie ja abschleppen, aber ich habe kein Abschleppseil. Oh, davon habe ich viele. Die verkaufe ich im Fünferpack. Dürfen wir auch mitkommen? Warum nicht? Papa Wutz schleppt den Laster von Herrn Fuchs zur Tankstelle.